Herzlich willkommen heute im Podcast. Ich freue mich riesig, Benjamin Lehmkühler. Ich möchte mal direkt anfangen. Benjamin hat mich angeschrieben, hat sich bei mir bedankt, dass ich ihn mit in die Gruppe geholt habe, in die Videomachergruppe. Und dann hat er mir direkt geschrieben, vielen Dank. Und er findet den Podcast sehr, sehr geil. Dass ich in dem Podcast soll mal sage, dass ich tausendmal sage, sehr geil. Und das war erstmal so, okay. Und dann hat er geschrieben, habe ich ihn gefragt, wie er zum Thema Video gekommen ist. Und dann hat er gesagt, er wollte eigentlich Musikvideos produzieren. Und aber ein Pärchen hat ihn angesprochen wegen dem Hochzeitsvideo. Und er war so, über diese Reaktion war er total überrascht, dass das so gut war. Und jetzt macht er Hochzeitsvideos und morgen macht er ein Imagevideo und macht noch Fotografie dabei. Und hat sich da richtig jetzt festgebissen. Und das Krasse ist aber, dass Benjamin das noch gar nicht so lange macht. Also Benjamin ist 31 Jahre alt. Er hat 2016 jetzt erst mit der Videografie angefangen. Er ist jetzt im Studium zum Mediendesigner und hat vorher 8 Jahre war er bei der Bundeswehr und hat dort eine Ausbildung gemacht zum Informatiker. Und wie das jetzt so weitergeht mit dem Thema Video und wer er genau ist, wie er dazu kam, das möchte ich natürlich jetzt gerne selber erzählen. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Benjamin. Ja, vielen Dank, Sven, auch nochmal für die Einladung. Hat mich tierisch gefreut und ich bin fast hinten rüber gekippt, als du mich angefragt hast, weil ich bin eigentlich gar nicht so lange Fan, muss ich mal dazu sagen. Ich war ja bei der Video Mastery, war ich dabei. Und habe dann erst erfahren, ich wusste gar nicht, wer du bist. Ja, da wussten viele nicht, ja. Ich mach das ja auch noch nicht so lange, ja. Ja, aber das war cool, dass ich dann wusste, wer du bist, weil der Sitznachbar von mir, den habe ich natürlich gefragt. Man kam ja auch sehr, sehr schnell ins Gespräch dann bei der Video Mastery und den habe ich dann gefragt, hör mal, wer ist er da eigentlich? Ne, den kenne ich gar nicht, macht er selber Videos? Weil ich war eigentlich tatsächlich nur wegen Martin Flinter und Mike Suminski, weil die kannte ich halt von YouTube. Auch Walter Weber, Ferdi und wie sie alle heißen, kannte ich auch alle gar nicht. Und dann wusste ich erstmal, wer du bist. Und dann habe ich gedacht, ach komm ey, ne, du fährst so lange immer zur Arbeit und dann Spotify hasse und dann hörst du den einfach mal an. Und seitdem habe ich mir, glaube ich, alle angeguckt oder angehört. Also ich habe es jetzt nicht auf YouTube gesehen, aber ich habe mir immer die lange Version dann auf Spotify angehört. Und seitdem Fan der ersten Stunde. Und ich muss sagen, dass ich jetzt hier so sitze, wo viele meiner Vorbilder mal gesessen haben, macht mich schon ein Stückchen stolz. Ist auch ein bisschen unwirklich, muss ich sagen, weil ich sehe mich da absolut noch gar nicht, wo die jetzt alle sind, zu dem Zeitpunkt, wo sie bei dir waren. Deswegen vielen, vielen Dank nochmal an dich, Sven, dass ich hier mit dir das Gespräch führen darf. Ah, das war, glaube ich, die beste Einleitung, die ich je hatte. Ja, vielen, vielen Dank, Benjamin. Auch danke dir. Jetzt werde ich ganz rot, gleich weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Und nein, das macht, wir haben vorhin im Vorgespräch schon darüber gesprochen, das macht echt Spaß, so Thema Video. Und ich möchte gerne, da du das ja noch nicht so lange machst, finde ich es eigentlich besonders interessant, weil du doch genau weißt, wie das angefangen hat und du brennst ja quasi noch für das ganze Thema und hast wahrscheinlich auch noch ein paar Fragen, die noch offen sind und würde mich auch freuen. Fangen wir erstmal an, Persönliches, dann Ausrüstung, Workflow und ganz zum Schluss, wie du das mit dem Marketing begonnen hast, was du da genau machst, würde mich wirklich brennend interessieren, weil du wahrscheinlich eine ganz andere Sichtweise hast als Leute, die das schon viel, viel länger machen. Deswegen fangen wir an mit dem Persönliches. Du kennst die Frage, wenn dich jemand auf der Straße fragt, der dich nicht kennt, was machst du eigentlich vom Beruf, was würdest du dem sagen? Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, ich bin hauptberuflich Mediendesigner und helfe dann Unternehmen dabei, also wenn es jetzt um einen Nebenberuf geht, helfe Unternehmen dabei, sich besser darzustellen und die Emotionalität, womit die meisten, die mich beauftragen, die haben ja eine Leidenschaft, genauso wie wir ja auch fürs Video machen, haben die eine Leidenschaft für deren Beruf. Und das versucht man natürlich irgendwie rauszukitzeln, das versucht man den Kunden von denen dann beizubringen. Und dafür ist das Medium Video eigentlich am besten geeignet, weil mit dem Video kannst du so viel Emotionen rüberbringen. Ich habe das jetzt rausgehört, du recherchierst auf YouTube und guckst dir andere Videos an und schaust, wie die das gemacht haben. Gibt es noch irgendwas, du warst auf der Video Mastery, schon mal Daumen hoch, da hast du einiges richtig gemacht. Und hat dir das gefallen, die Video Mastery nur mal so nebenbei oder
Sagst du, nee. Ja, ja, also ich wollte es auch nochmal sagen, jetzt für alle, die dann auch zuschauen, es soll 2021 die nächste geben, ne? Ja. Habe ich schon mitbekommen. Auf jeden Fall hingehen. 100%, ihr müsst da hingehen. Das hat so viel Spaß gemacht. Ist ein bisschen viel Geld, gerade für, ich sage jetzt mal, jüngere Leute. Aber es hat sich sowas von gelohnt. Also ich bin da hingegangen, halt, habe ich ja gerade schon gesagt, wegen Mike und wegen Martin. Ich bin aber super happy, dass sie allen anderen auch dabei war. Lustigerweise, Walter Weber kannte ich gar nicht, aber ich kannte ihn doch. Und zwar bei meinen Weiterbildungen, ist ein guter Übergang, bei meinen Weiterbildungen bei YouTube habe ich dann auch irgendwann halt mein Hochzeitsvideo gesehen. Mhm. Und dann habe ich mir dann die Videos angeguckt und dann fand ich die auch cool und habe dann auch ein bisschen was übernommen für meine Videos. Aber ich hatte ihn gar nicht so auf dem Schirm als Person. Und dann war er da und dann dachte ich mir, hey, irgendwoher kennst du doch dieses Bild, was er da in seiner Präsentation von sich hat, ne? Und dann Schuppen von den Augen gefallen, der ist das, ne? Muss ich auch mal wirklich sagen, falls er das mitbekommt, super cooler Typ. Hat einen mega mitgenommen, mega motiviert, auch mal so ein bisschen die Augen geöffnet, dass das ganze Videobusiness auch nicht nur eitel Sonnenschein ist, dass man da auch für kämpfen muss und das hat er auf jeden Fall drauf. Generell Videomastery, man hat schon viel mitbekommen, was man schon so kannte. Gerade am Anfang mit Ferdi und mit Mike, was jetzt Ausrüstung und so weiter angeht und Hardware. Aber das Beste war, wie gesagt, man kannte, das sind ja Vorbilder für einen. Das ist ja wie, als wenn ich jetzt vom Borussia Dortmund irgendeinen Spieler treffen würde. Jetzt, wo wir dann, ja, das ist wirklich so. Das sind Vorbilder. Man kennt die eigentlich nur immer von YouTube, also vom Bildschirm, ja, wie so ein Fernsehstar. Sind auch noch meistens jünger als ich, aber trotzdem, die sind halt da, wo ich irgendwann mal hin will. Und dann haben die sich da einfach so frei bewegt wie ein ganz normaler Typ. Ich meine, das sind auch ganz normale Typen, ne? Das vergisst man ja immer, aber als wir dann später auch noch weg waren nach der Videomastery, sind ja alle mitgekommen. Du warst ja leider nicht mit dabei, sonst hätten wir uns wahrscheinlich auch nochmal unterhalten. Nee, ich musste am nächsten Tag wieder in die Schweiz, das war das Problem. Ich wäre sehr gerne mitgekommen, aber der Tag war voll durchstrukturiert, also. Ja, warst ja wahrscheinlich fertig danach. Ja, sehr. Ich war voll im Arsch, ja. Aber ich war auch erst, glaube ich, um Mitternacht oder so im Bett, also es war... Es war richtig geil, aber es hat richtig Spaß. Und das Coolste war, der Ferdi schneidet jetzt gerade, wir haben nach der Videomastery ja noch eine Podcast-Folge aufgenommen und da schneidet er gerade dran. Ich habe den Ton gemacht, das war jetzt vor ein paar Tagen, ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Das war so lustig und das war so auf den Punkt und ehrlich und noch mehr Content und noch mehr Inhalt, wo wir einfach mal alle mal Tacheles gesprochen haben und das war wirklich, wirklich cool. Und wie du schon sagst, es ist nicht einfach in der Branche, aber es ist in keiner Branche einfach, wenn du da überzeugen willst und was machen willst und was reißen willst, dann musst du dir einfach den Arsch aufreißen. Das ist so. Hm. Das funktioniert ja. Aber nicht. Aber vielen, vielen Dank für das Lob von der Videomesse. Der Gordon und ich, wir haben das offen gemacht und wir wussten nicht, was dabei rauskommt. Und wir haben beide nicht damit gerechnet, dass das so, so mega gut ankommt. Wir hätten sehr gerne dieses Jahr doch eine Videomastery gemacht. Hat aber nicht funktioniert aus verschiedenen Gründen. Wir haben es Organisationsmanagement gar nicht hinbekommen und es sind so viele Veranstaltungen schon gebucht gewesen in den Locations, die wir wollten. Und andere Location waren viel zu überteuert. Und dann haben wir gesagt, dann haben wir jetzt die perfekte Location gefunden in Monheim am Rhein. Und das ist so eine geile Location. Und du wirst, wenn du kommst, geflasht sein. Das ist Wahnsinn. Und wir sind jetzt gerade im Rekrutierungsprozess für weitere Speaker und wollen das Ganze halt einfach besser, cooler, geiler mit Show und allem drum und dran machen. Und größer vor allen Dingen. Und also ich freue mich jetzt schon drauf. Wir sind voll in der Planung dran und das wird auch richtig geil. Und das wird auch ein mega riesen Event, da bin ich fest von überzeugt. Jetzt würde ich gerne aber weiter zu dir machen. Und zwar, du hast vorhin schon mal angefangen, Thema Story. Da würde ich gerne so drauf aufbauen, was deiner Meinung nach so ein Video unvergesslich macht. Ja, ein Video unvergesslich sind die Emotionen. Also wenn ich mich an irgendwelche Videos erinnere, dann sind das Videos, wo ich Gänsehaut gehabt habe oder wo ich entweder... Man kann ja auch was Trauriges transportieren über ein Video, wo man sich trotzdem dann gerne dran erinnert. Wie zum Beispiel dieses Video von Edeka von 2016, glaube ich, wo der Opa da die Kinder nur an, weil er dann fiktiv gestorben ist.
Ja, sowas halt. Ne? Ich meine, es ist dann was Trauriges, aber ne, jeder weiß, was gemeint ist von diesem Video. Ja. Man kriegt Gänsehaut, man kriegt dann doch irgendwo eine Träne in den Augen. Ja, an sowas. Also das macht ein Video unvergesslich. Und vor allen Dingen, wenn man es dann irgendwie auch mit einem selber verknüpfen kann. Ja, gerade bei Hochzeitsvideos, wenn es um die eigene Hochzeit geht. Oder persönliche Momente da auch mit einbezieht. Also nicht dieses Standard 90er Jahre Image-Video, was man ja immer noch heutzutage sieht. Sondern wirklich auch Persönlichkeit in das Video reinbringen. Weil jede Persönlichkeit ist einzigartig und somit macht man auch das Video einzigartig. Sehr schön gesagt. Wunderbar. Ich könnte es gar nicht besser zusammenfassen. Also wirklich. Und Ausrüstung, was hast du jetzt genau? Ich hätte eine Sony A7 Mark III. Das, was irgendwie jeder auf der Videomastery auch gehabt hat. Und ich glaube, bis auch Ferdi jeder cool fand. Ja, also laut Ferdi kann man mit der ja nur nur Simpsons-Filme drehen. Also. Ja, da muss ich ihm leider widersprechen. Aber okay, weißt du, wenn man das Geld dann auch für eine Red hat, dann ist das vielleicht auch so in den Augen. Ne? Was benutzt du denn für Programme hinterher für deine Post? Ich habe angefangen mit Sony Movie Maker. Da konnte man gar nicht maskieren sogar mit. Hat aber auch nur 50 Euro gekostet. Das war so mein erstes Schnittprogramm. Und dann bin ich irgendwann, um das Ganze zu professionalisieren, dann auf die Adobe Creative Cloud gewechselt. Und die hast du immer noch? Die habe ich immer noch, ja. Kostet auch eine Stange Geld, aber Studentenrabatt, das geht dann schon. Ich hätte Bock mal auf eine Drohne, genau. Eine Drohne, da hätte ich mal richtig Bock drauf. Habe ich aber, glaube ich, auch wieder viel zu viel Schiss, dass ich die mal irgendwie gegen eine Wand setze oder sowas. Also die, wo du da so richtig krasse Manöver mitmachen kannst und durch irgendwas durchfliegst. Und die sind ja auch sowas wie Racing-Drohnen, irgendwie sowas. Ne? Hast du mal Racing-Drohnen? Hast du das mal gesehen? Ja, voll geil, das war in der Schweiz hier, das habe ich im Fernsehen gesehen und gesagt, boah, wie geil ist das denn bitte? Da ist ja ein Rennen, ist nach 2 Minuten vorbei, aber du bist ja, oh Gott, das ist ja wahnsinnsgeil. Gibt das in Deutschland schon eigentlich? Weiß ich gar nicht. Doch, ein Arbeitskollege von mir, der hat sogar eine, aber ich glaube, der verdient auch genug Geld, dass er sich auch mal so den ein oder anderen Abstürzer erlauben kann. Aber dann hat er auch Videos gezeigt, ne? Ich glaube, wenn ich diese Dinger da auf hätte und würde da einfach nur zugucken, ich glaube, mir würde total schlecht werden und das wäre, ja. Und dann würdest du einfach wie eine Achterbahn, würdest du dann da sitzen, ne? Also das ist ja, glaube ich, wirklich krasser als jede Achterbahn. Boah, die Jungs, die das hier machen, die sind ja alle so um die 18 bis maximal 20, weil die sind ja, es ist ja absolute Obermann. Also jeder, der das noch nicht gesehen hat, Wound Racing. Wenn ich ein Video finde, ich packe das gerne mal unten in den Link mit rein. Es ist der absolute Oberburner. Und wenn mal irgend so eine Veranstaltung ist, ich würde da unwahrscheinlich gerne mal hin, weil es ist so, Spiel vorbei. Und das ist... Und ja, das ist... Gibt sogar ein Spiel zu kaufen für den Computer, habe ich auch schon gesehen. Aber das ist... ich brauche es nicht, weil da kriege ich Herzinfarkt, wenn ich das spiele. Was ich sehr wichtig finde, wie du so richtig sagst, ist... Punkt Nummer 1, die überlegen, wen will ich haben, wen spreche ich an. Dann baue ich mir mein ganzes Drumherum und ich würde immer anfangen mit der Webseite und da würde ich meinen ganzen Traffic auch hinziehen. Also wie du sagst, wenn ich ein Video hochlade auf YouTube oder Instagram, ich würde von diesen Social-Media-Kanälen immer versuchen, die Leute oder die potenziellen Kunden auf meine Webseite zu lenken, damit ich über diese Webseite dann die Anfragen generieren kann. Ja, das wäre so. Oder zumindest, oder Instagram ist ja bei vielen Kreativen auch schon mittlerweile die Website im Prinzip. Oder das die Visite oder die digitale Visitenkarte. Aber wie du schon sagst, eine Website ist halt genauso auf dich abgestimmt, wie du es halt brauchst, was ja Instagram halt nicht ist. Instagram ist halt einfach hochladen, ist halt auch einfach, ne? Muss man dann ja auch dazu sagen. Aber Website ist, denke ich mal, so das Ding, wo man dann alles hinbringen soll oder sollte, weil man da auch die Kontrolle drüber hat, was passiert dann auf meiner Website. Wie überzeugst du denn deine Kunden von deiner Arbeit und deiner Leistung? Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss da im Prinzip sehr, sehr wenig machen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen eingebildet, aber soll gar nicht so rüberkommen. Weil bei mir geht aktuell viel über Empfehlungsmarketing und auch jetzt, du hast es ja gerade schon angesprochen, morgen habe ich ja auch einen Auftrag, der kam über eine befreundete
Grafikdesignerin. Also die macht viel hier in der Umgebung, die sehr, sehr gut vernetzt, was gerade im mittelständischen Bereich angeht. Da macht sie sehr viel und die, wenn die zum Beispiel irgendwie einen neuen Internetauftritt haben oder eine neue Website, dann sagen, ja, ich brauche noch mal ein paar Bilder oder ich brauche mal ein Video drauf. So, und dann sagt sie, ja, ich kenne einen. So, und dann habe ich da jetzt einen Anruf bekommen und dann haben wir das vom Vorgespräch gehabt und habe ich irgendwann mal gefragt, ja, Sie wissen ja, was ich so für Videos mache. Und er so, nö, ich vertraue einfach ihr und wenn das passt, dann passt das. Du hast erzählt, du lädst deine Videos selber auf YouTube hoch. Mhm. Ist es denn bei dir auch so, dass du selber dich vor die Kamera stellst und Content raushaust oder sagst du einfach, nein, ich lade dir das hoch, was ich gefilmt habe und ich möchte lieber eher hinter der Kamera bleiben? Oder sagst du, nein, mein Plan ist auch irgendwann mal selbst vor die Kamera zu gehen und mich selber zu vermarkten? Oder? Vor der Videomastery war es so, ich hatte eigentlich gar keine Lust, vor die Kamera zu gehen. Clemens Bittner hat einem natürlich was anderes gesagt und der Erfolg gibt ihm natürlich auch recht. Natürlich, da muss man auch, glaube ich, der Typ für sein. Vielleicht bin ich das, ich weiß es nicht. Also ich rede auch immer gerne, also ich hoffe, das ist jetzt auch nicht zu viel alles immer. Aber schneide ich alles raus. Aber ich könnte es mir schon vorstellen, irgendwann mal, klar. Aber aktuell habe ich da wenig Ambitionen, mich da vor die Kamera zu stellen. Aber vielleicht ist es irgendwann soweit. Viele machen es ja. Sich jetzt mittlerweile vor die Kamera zu stellen und das ist dann wahrscheinlich auch der Weg, also scheint ja nicht verkehrt zu sein. Ja, es ist eng, ich wollte auch nie vor die Kamera, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich war auch so, nee, ich will den da vorne zum Leuchten bringen und das war aber so ein, wo man sagt, okay, nein, komm, ich probiere es mal aus und man hat extrem Schiss, das ist so, aber es funktioniert super gut und es bringt extrem viel, weil du kriegst dann automatisch wirklich die Kunden, die du auch überzeugst, also die auch zu dir passen, genau wie du sagst im Gespräch, wo du sagst, ah, das ist aber ein Arsch, den will ich nicht auf meiner Hochzeit haben, das kriegst du schon raus vorher, oder das, du kriegst dann auch nur diese Kunden, die zu dir passen, genau das gleiche, was Clemens erzählt hat, wenn du selber vor die Kamera gehst, machst Vlogs und übrigens der Vortrag von Clemens auf der Videomesse, wie der war der Oberburner, also der war... Der, also Thema Salzstreuer, da weiß jeder, was auf was gemeint ist auf der Videomastery war und das ist wirklich so ein Insider, das ist wirklich sehr geil gewesen. Schnellfragerunde, wir sind eigentlich schon am Ende, sehe ich gerade. Bitte ergänze die folgenden Sätze. Bist du bereit? Ich versuch's, ja. Die drei besten Tipps für eine erfolgreiche Videoproduktion sind? Vorbereitung, Empathie und ich würde auch sagen, eine Portion Glück gehört auch immer dazu. Auch im Videobereich, gerade Run and Gun, kannst du nicht immer alles planen. Und manchmal gelingt auch ein Shot, weil irgendwas Cooles gerade passiert ist, womit man nicht gerechnet hat. Wenn du deine Kamera selbst zusammenbauen würdest, welche Fähigkeiten hätte sie? Die wäre natürlich unendlich schnell und hätte unendlich viel Pixel, aber ich hätte niemals einen PC, um das Ganze zu verarbeiten. Von daher, ich bin mit meinen 100 FPS und 4K eigentlich schon sehr zufrieden. Ein paar mehr FPS kann man natürlich machen. Um das Ganze noch ein bisschen slow-moiger zu kriegen. Aber ansonsten, ich bin da, man muss auch nicht zu viel haben, glaube ich. Vielen, vielen Dank, Benjamin. Das war wirklich sehr lustiges Interview. Es hat echt Spaß gemacht. Wie kann man dich erreichen? Deine Webseite, E-Mail? Erstmal vielen Dank, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Die Website ist aktuell bravo-lima.de. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, Bundeswehr, Bravo ist das B im NATO-Alphabet für Benjamin und Lima für Lehmkühler. Und genau so setze ich das zusammen, ben-weddings.de, das ist für die Hochzeit. Ist allerdings noch nicht gebaut, von daher, da könnt ihr mich auch noch nicht erreichen. Ansonsten Instagram gibt es mich unter Bravo Lima Official, Facebook auch und bei YouTube einfach Bravo Lima. Da gibt es ein paar, einfach der mit dem lila Avatar. Und da könnt ihr mir dann einfach eine Nachricht schicken und ich antworte immer. Hundertprozentig und auch so schnell wie möglich. Sehr cool. Ja, wunderbar, Benjamin. Dann vielen, vielen Dank für das Interview. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare auf Videodo. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn euch das Video, wenn euch dieser Podcast, das Video, Audioversion, was auch immer, wo du das gerade hörst, wenn dir das sehr gut gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch, 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, weil das bringt diesen Podcast weiter und dann können auch andere Leute diesen Podcast hören und dann genauso viel lernen, wie du das jetzt heute getan hast. Und ich würde mich freuen, wieder, wenn du bald beim nächsten Podcast wieder dabei bist. Bis dann. Ciao. Tschüss.